Nur noch 1% Arbeitslosigkeit. Ach ja, weil die alle abgehauen sind und jetzt erst wieder kommen. Ich vergaß. 127 neue Personen. Sind schon fast bei 3000 Einwohnern. Hui. Ja, die brauchen Bildungseinrichtungen wie Schreiberschulen. Karren ist immer noch unterwegs oder was? Oder wie? Hat er das einfach woanders hingeschoben? Hä? Ach, Leute. Ey. Ihr macht's euch aber auch leicht. Ihr faulen Säcke. Ich dachte, da habe ich auch ein... Guck mal, alle durch. Der nimmt nichts, der nimmt nichts. Der nimmt nichts. Doch, da habe ich eins vergessen. Die haben wieder keinen Flachs. Auslieferung von Gerste? Wohin denn? Das ist der hier, oder? Ja. Nö. Der liefert Holz. Ah, okay. Oh, okay, 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 okay. Ich hab den Fehler gefunden. Hier ist irgendwo ein Endlosschleife, oder? Nö. Keine Wohnung finden. Doch, genau. So. Ich glaube, wenn ich maximal holen mache, habe ich das Problem, die schieben das immer wieder aus den Produktionsstätten raus ins Warenlager zurück. Wenn man nicht alles selber macht. Deswegen hatte ich... Ja, gut, das war jetzt der einzige Fehler, glaube ich, weil jetzt hatte ich dadurch eine Endlosschleife immer hin, zurück, hin, zurück. Das war ziemlich blöd. Da stehe ich zu. Das sollte jetzt besser klappen. Denke ich mal. Da kommt auch das Schild. Da geht nämlich jetzt auch Gerste. Ah. Das ist doch schon besser. Habe ich jetzt schon Steine importiert? Scheint so. Zumindest sind sie jetzt nicht weniger geworden. Ja, einer von denen hat mir doch jetzt angedreht, ne? Ich bin Händler. Unsere lange und gefährliche Reise hierher war völlig umsonst. Aber ich kann auch Kandid importieren. Diese Stadt zeigt keinen Handel. Jetzt muss einmal so floriert hier. Ich kann mal auf der Weltkarte schauen. Wer verkauft denn? 10 Blöcke, hoi, 25 im Jahr, na gut. Da gibt's nicht mehr, die mir irgendwie Steine verkaufen. Nee, die haben auch schon allen mir das ganze Ton verkauft, was sie zur Verfügung haben. Da gibt's 15 Granit. Warum gibt's Sandstein in dieser Mission? Die kaufen Ziegel, das sind keine Steine. Und die kaufen auch Bier. Sonst, nö. Gibt's nichts. Na gut. Aber ich kann ja... Salat. Wie soll ich an Salat kommen? Aber ich kann ja hier die Route noch öffnen, habe ich mehr Abnehmer für Bier. Okay, da habe ich momentan nichts über. Aber jetzt, wo ich endlich mal die Fehler gefunden habe, warum das hier nicht vorangeht, sollte das auch mit der Bierproduktion wieder klappen. Dann die brauchen... So, die können das Wild wieder aufheben. Ja. Kriegen noch jede Menge Granatäpfel ab. Oh, sogar so viel, dass es keinen Bock hat, mehr was reinzustopfen. Oh, der Bassa hat gerade einen Großeinkauf gemacht. Ja. Ne? Ja, ja, ja. So, das Schilf ist endlich da, wo es hingehört. Der Flachs noch nicht. Der müsste... Okay, es wurde erstmal alles mit Gerste bedient. Ah, dann sollte das klappen. Ich kann auch eigentlich hier nochmal Flachs mit reinsetzen. Ne, die Schreiberschulen, Papyruswerkstätten. 2, 3, 4. Reichen. Eigentlich. Vorsichtshalber hier noch Architekten, Feuerwache. Läuft hier zwar gerade rum, die haben schon wieder nichts zu essen. Ah ne, Töpferwaren. Warum haben die keine Töpferwaren? Ist doch da. Gut, was mache ich hier noch ein paar Sachen, wenn die immer so beschissen laufen? Aber eigentlich sind ja die Laufwege echt eingegrenzt. Also, die können hier nur lang.
Hm. Muss man nicht verstehen. Egal. Schilf wird nicht mehr Kamstar, nicht mehr importiert. Ja, was machen die Götter? Die sind alle soweit happy immer noch. Das ist gut. Ja, was ist hier los? Der ist immer noch damit beschäftigt, die Gerste überall hinzuschieben. Jetzt werden Arbeitskräfte benötigt. Ah ja, gut. Das ist ja, weil die ja gerade hier wieder alle abgehauen sind. Hier ist es Attraktivität, die es nach unten zieht. Und die Töpferwaren fehlen. Hm. Ach, wo Töpferwaren fehlen? Ach ja, klar. Ich entsinne mich. Feuer? Ey, da direkt neben der Feuerwache brennt's. Wollt ihr mich verarschen? Und hier ist auch eine. Es sind zwei Feuerwachen. Quasi direkt daneben. Und es brennt. Merkwürdig, merkwürdig. Aber umso schneller ist der Brand gelöscht. Was ist denn hier los? Bringt die das denn hin? Achso, zum Dock. Die kaufen das übers Dock. Liebe die Kunst des Liebe die Kunst des Oder auch nicht. Ich kann nicht kaum erwarten. Naja, mit meinen Waren, die wissen schon, was sie tun. Ja, da sind die Arbeiter unterwegs. Ja, läuft doch, läuft doch. Zur Hälfte fertig schon. 336 Blöcke und mein Granit ist da. Das heißt, den Posten kann ich auch erfüllen. Zack. Fehlt nur noch das Papyrus. Das ist bald fertig. Dann habe ich schon mal alle Grabbeigaben weg. So, das stelle ich ein. Auch merkwürdig, ich kann Granit im und exportieren. Tja. Ansonsten, Papyrus kann ich noch exportieren. Ja, das ist eigentlich gar nicht so doof. Noch ein bisschen Schilf importiert. Auf den Ton warte ich momentan verzweifelt. Mein Geschirr ist alle. Ich sollte auf jeden Fall weniger Geschirr exportieren. Ja, über 1000. Weil sonst habe ich gleich ein ziemlich krasses Bevölkerungsproblem. Ich habe nämlich alle nur noch ganz schön wenig. Hätte ich das immer durch die Kante werfen müssen. Bekloppten. Die machen bestimmt ständig Polterhochzeiten. Was ist hier los? Ah, da fehlen auch Töpferwaren. Da fehlt Bier. Es gibt keine Stadt, in der ich lieber jonglieren würde. Na, immerhin. Und denen ist es zu hässlich. Und es fehlen immer noch Arbeitskräfte. Oh, 6 Stück. Hui. Da musst du eigentlich mal den Lohn senken. Okay. Ist ja gut, ne? Also. Oh, nö. Lassen das mal oben. Sei denn dadurch... Oh, okay, ich wollte gerade sagen, sinkt die Königreichwertung. Es ist auf 100. Also... Kultur fehlt. Okay, ich brauche Tänzerin. Das habe ich ja ganz vergessen. Dann räume ich mal schnell... ganz unauffällig die Zisterne weg, bevor die Leute wieder Durst haben. Und hoffe, dass das jetzt für ein Pavillon reicht. Yes! Die Tanzschule passt nicht daneben. Doch, so. Ha. Geht doch. Oh, Konservatorium passt da nicht mehr, ne? Ach ne, das steht doch schon da. Ich bin blöd. Oh, das ist doch was. Und da haben wir auch die Tänzer. Yeah! Jetzt, gut, Zahnarzt, genau. Da war was. Das ist nämlich auch quasi Kultur. da ist keine Straße. Okay. Dann setze ich den dahin. Ja. Da ist sogar auch noch Platz. Yay!
Die hauen schon wieder ab. Wieder keine Top... Immer noch keine Top-Verwahrung. Nicht schon wieder, immer noch. Haben die ernsthaft alles schon dieses Jahr an mich verkauft? Oder mobben die mich einfach? Ach, wer war das denn? Nee. Verkauft. Ja, die kommen einfach nicht, die Arschlöcher hier. Ich fass es nicht. Nein! Ich baue für dich, warte mal, ich baue für dich eine Pyramide, ja? Und dann willst du meine Steine! Ich werde ja noch zum Freiheitskämpfer. Aber na gut. 10 Stück, die habe ich gerade so. Wollen wir mal nicht so sein. 316, brauche ich noch. Ja, was ist hier jetzt hier, Töpfermann? Sind jetzt ganz alle. Wir haben doch... sind doch 400 da. Es sind auch 88 im Bazar. Und hier sind ja auch noch welche im Warenlager. Und es ist auch ein bisschen Ton anscheinend da. Verstehe ich nicht. Dann exportiere ich einfach mal gar kein Geschirr. Dass ich da wirklich jede Menge habe. So, Holz brauche ich nicht mehr. Mein Papyrus ist da. Damit habe ich die Grabbeigaben schon mal erledigt. Ja, jetzt ist genau das eingetreten, was ich die ganze Zeit zu verhindern versucht habe. Das Bier ist alle. Entwickelt sich wieder alles in diese hässlichen, beigefarbenen, geräumigen Häuser zurück. Das heißt, das Arbeitskräfteproblem, das ich irgendwie nicht so ganz in den Griff kriege. Warum auch immer, weil es waren erstmal 12%. Jetzt sind es plötzlich zu wenig. Ich mach mal ein Arbeiterlager weg. Das ist vielleicht eine Idee. Und hier, ja. Ja, das wird jetzt noch schlimmer, wenn die wieder alle abhauen. Weil das gleiche wird nämlich auch hier passieren. Die haben alle nur noch zwei Einkrugbier. Da habe ich schon den Export eingestellt. Dadurch, dass ich nur einen Dock habe. Steht da so ein Boot rum. Ah, das funktioniert. Sehr schön. Ich habe jetzt einfach mal ein zweites Dock gebaut und es funktioniert. Tatsächlich. So komme ich noch mal ein bisschen schneller ran, weil immer hier nur ein Schiff abfertigen, wenn hier hinten das Warenlager ist, was die Ware annimmt. Das ist halt uncool. Alternativ kann ich natürlich auch hier. Aber das. Der Karren ist ja eigentlich beschäftigt, damit den Ton hier überall hinzubringen. So, die Pyramide ist bei 66%. 2/3 fertig. Zwischendurch hatte ich echt ein bisschen Rage gehabt, weil mal wieder so eine Hyänengruppe hier lang gelatscht ist und die hat einfach diese Arbeiter angegriffen. Die Hyänen haben meine Steinzieher umgenietet. Da sind die ganzen Steine weg gewesen. So, da habe ich bestimmt 20 Steine oder so verloren. Das ist halt 5 Ladungen, die da zum Opfer gefallen sind. Mal ganz zu schweigen von den ganzen Goldkarren hier. Mistviecher. Jetzt einfach mal 3 Polizeileute da hin gebaut. Aber das bringt halt auch nur was, wenn die Hyänen hier langlaufen. Das heißt, wenn die hier langlaufen, diese... Void Zone quasi zwischen den zwei Sperren, dann. Ja, Pech. Ich muss das mal ein bisschen im Auge halten. Unsere lange und gefährliche Reise hierher war. Was? Händler mit Leib und Seele. Naja, du verkaufst mir gerade nichts, was ich dringend brauche. Na gut. Das heißt, wir warten darauf, dass wir wieder Bier haben. Ah, jetzt haben wir ein bisschen. Ich muss hier nur noch seinen Weg finden. Ich habe nochmal einen zweiten Bazaar hingesetzt. Hat eigentlich auch alles. Also jetzt sollte es nicht mehr an Gütern mangeln. Aha. Das sieht doch gut aus. Da kommt auch wieder die Bevölkerung zurück, hoffentlich. Ja, das Gleiche. Aus Geschirr wird jetzt knapp. Das sollte eigentlich aber jetzt auch verteilt werden. Wir haben so einen, 7. Machen wir die Beine nur noch einen Krug. Der Rest ist versorgt. Huch, voll an Mikrofon gestoßen, sorry.
So, jetzt sind die Brauereien wieder fleißig am Schuften. Habe ich noch Gerste über? Nö. Das heißt, da muss ich auf jeden Fall noch nur noch 100 Bier. Muss ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen was importieren. Also hoffen, dass noch was reinkommt. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall... Nee, kein Minus. Was verkaufe ich denn? Oh, ich sollte mal Lein exportieren. Sehe ich gerade. Ich habe das erstmal gehamstert, damit ich nicht die ganze Zeit beschäftigt bin, die Leinenhändler zu versorgen. War aber jetzt halt meine einzige Exportquelle neben dem Wild. Okay, aber jetzt habe ich ja einen ganzen Batzen. Das bringt nochmal ordentlich Kohle rein. Ach, wohl. Moment. Scheiß drauf. Wir hamstern das weiterhin. Sagt, Bier ist wichtiger erstmal als Kleidung. Oder Lein. Also, ist ja... Sind ja nicht wirklich Kleidung, ist ja eigentlich nur zum Einbalsamieren, glaube ich, gedacht. Zumindest wäre es merkwürdig, wenn die sonst vorher ohne Klamotten auskommen. So, das steigt jetzt wieder alles schön auf. Das heißt, es wäre jetzt an der Zeit, das sagt die Arbeitslosigkeit, immer noch 0%, eine Schreiberschule hier noch mit hinzusetzen, um die auf die nächste Stufe zu heben. Und hier muss noch ein Magistrat hin. Also, ein Gericht. Ja, und da habe ich denn den Platz dafür. Hier ist so eine Straße noch. Das ist wieder eine Straße mehr, wo man sich verläuft als Bazarhändler. Kann ja auch wohl, wenn ich hier einen zweiten Bazar noch hinsetze. Das ist eine Idee. So. Dann steigen die eigentlich auch nochmal alle auf. Vielleicht. Ach nee, die steigen nicht auf, weil es denen zu hässlich ist. Stimmt. Ja, da kann ich leider nichts machen. Sei denn hier... Oh, da kann ich jetzt zwei Plätze hinsetzen. Vielleicht hilft das schon. Ja, manchmal ist es wirklich so ganz minimal. Ja, klar. Luxuswaren. Wo soll ich die denn hernehmen? Nö. Könnt ihr vergessen. Ah, das mit den Plätzen zieht. Sehr schön. Wenigstens ein bisschen. Ja, gut. Natürlich immer noch die Töpferei zu hässlich. Der will schon den ganzen Tag auf eine Töpferei blicken. Ja, ist schon verständlich. Aber okay. Wenigstens etwas. Wir haben jetzt noch Platz für 100 Personen. Wir schaffen nicht ganz die 3000. Yeah, jetzt haben wir hier schon die fetten Villen am Start. Und hier nicht. Das ändern wir. Huch, wo ist hin? Das sind alles blöde Kamerawinkel hier. Der ist schon schöner. Können wir hier auch noch Plätze hinsetzen. Die schweren sich mal wieder über den Krach aus der Musikschule. Ja, anscheinend beschweren sie sich noch über viel weiteres. Nö. Das ist jetzt völlig in Ordnung. Den fehlt auch nicht. Steine auch. Bitte mach. Ja gut, das ist klar, dass die Brauerei sich negativ drauf auswirkt. Hier auch. Das ist die Weberei. Das ist ja scheines Haus. Die Arztpraxis sollte eigentlich vorbeikommen, ab und zu. Versorgen wir nochmal alles mit Plätzen, das ist hier die ganze Straße. Ah, die sind schon alle, ne? Warte. Drehen. Ne, gut, doch nicht. Also ein bisschen verschönern können wir das noch. So. Hier auch. Ah, sehr schön. Ja, das kann sich nicht entwickeln, weil da Platz fehlt. Oh. Sinkende Lebensqualität. Hä? Hä? Verstehe ich nicht. Ich habe es gerade verschönert alles und ihr beschwert euch über sinkende Lebensqualität. Das ist immer so eine total dämliche Entwicklung. Das gibt es manchmal. Das ist einfach, die sich zurückentwickeln. Keine Ahnung warum. Ohne Grund. Wir haben alles. Aber plötzlich fällt ihnen auf. Einfach so. Ja, eigentlich ist hier voll hässlich. Und dann entwickeln die sich ohne Grund übelst weit nach unten. Ist hier, das waren... Eigentlich wären Villen geworden, wenn sie den Platz dafür hätten. Und sind dann wieder bis auf die Häuschen runter. Setz mir mal eine große Statue hin. Das ist eine Idee. Ups, falsche Taste. Sieht merkwürdig aus. Oh, egal, das machen wir.